Guten Tag, hat er gesagt. Ich bin hier auch schwer konzentriert gerade noch dabei. Und ich will da gar nicht aufgeben, ne? Erwin hat ja schon geschrieben, wird schwierig. Das, ja, weiß ich. Aber wir wollen auch nie aufgeben. Ich habe das selber mir angetan hier mit den Schulden. Und da werden wir auch irgendwie wieder rauskommen. Da bin ich mir felsenfest sicher. Es wäre ja schon mal gut, wenn wir sowas zum Beispiel wie so ein Goldklumpen finden werden. Ich weiß, also meine Hoffnung besteht eigentlich nur aus Goldklumpen, aber also nicht meine Hoffnung besteht aus Gold. Naja, doch schon eigentlich. Aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? Also das wäre natürlich, denn hätten wir auf jeden Fall was gewonnen dazu. Weil wir können ja natürlich, da hat ja Erwin recht, ne? Erst wenn wir Plus haben, Gold einschmelzen, sonst auf Pump macht das der Schmied nicht. Obwohl wir ihn schon kennen jahrelang. Das natürlich totaler Schwachsinn ist, ne? Jeder Schmied würde das machen. Einfach sagen, ey, pass mal auf, ich mache dir aber jetzt in da einen anderen Preis, um einfach auch meine Vorteile daraus zu ziehen. Aber naja, gut. Wollen wir jetzt da das Meckern auf hohem Niveau? So, 50% haben wir voll. Ich weiß auch gar nicht mehr, leider, ne, durch den Urlaub, den kleinen Urlaub, den ich hatte, wo wir so stehen geblieben sind jetzt hier. Wie viel Eimer ich denn schon hatte, umgerechnet. Aber möglich ist immer alles. Ich weiß ja auch nicht, wie die Umrechnung ist. Und da hat ja Erwin auch recht, wir können ja auch den Magnetit noch verkaufen. Besteht ja auch noch so die Sache da drin. Denn andererseits weiß ich auch nicht, wie viel Verlust wir machen, wenn wir das Gold so verkaufen. Auch wenn wir da 10% nur verlieren, weißt du, das wäre ja noch erträglich. Kriegst du statt 20.000 eben 18.000 dann nur, ne? Damit kannst du halt arbeiten, aber ich weiß nicht, ob das so in diesem Spiel ist oder viel, viel höher. Ich glaube, in Wirklichkeit, oh, jetzt hier, ich hänge, was ist auf so passiert? Ich hänge hier richtig. Ich hänge hier. Warum hängt denn hier? Ah, jetzt. Oh Mann, ey. Warum hängt man denn da so heftig? Ne, das ist tückisch da die Ecke. Da solltest du jetzt nicht so viel dahin machen. Ja, das war eine kleine Pause, die wir gemacht haben, ne? Aber schon eine unnötige. So. Ich glaube, so drei Kellen haben wir noch. Zum Glück des vollen Eimers. Das größte Problem wäre, wenn irgendwas kaputt geht, ne? Ich glaube, das wäre so ein, naja, nicht K.O.-Schlag, aber das würde das Ganze ein bisschen noch verkomplizieren, ey. So. Nee, also, ja, oh, ich bin da schon wieder drin. Jetzt wollte er hier mich lumpen. So.
Wollen wir mal gucken, wo sind denn hier? Das sind hier alle volle Eimer. Damit wären wir dann bei Eimer 5. Was gar nicht mal so schlecht wäre. Muss schon sagen, wo sind denn hier die restlichen Eimer eigentlich? So, den lassen wir hier noch durchlaufen. Den mache ich schon mal kurz aus. Wir machen mal so einen kurzen Überblick. Wir wollen ja auch dann mal gucken, was hier so passiert, ne? Ist hier irgendwas runtergefallen? Nö, ne? Ich kann mir vorstellen, dass wir das Ganze ein bisschen so nach vorne. Ach, guck mal, die stehen da runter. Okay. Ich habe auch ein bisschen komisch gebaut hier alles. So. Alles sehr im Weg gebaut, muss ich sagen. Nee, das muss ich hier aufräumen. Also das ist hier irgendwie ein bisschen komisch. Das wäre natürlich ein bisschen besser, wenn es hier nicht so im Weg wäre. So, die Frage ist denn, wo habe ich denn mein Teil denn hin? Natürlich schwierig, wenn das denn so was hier passiert. Also das könnten wir noch verkaufen, aber ich würde den Generator, glaube ich, verkaufen. Weil das hier rein zu ballern ist natürlich dann eine ganz andere Nummer. So, fehlt hier jetzt ein Eimer? Ne, da sind zwei drinne. Gut. Ja, ich muss mit der Handschippe. Ich muss mit der Handschippe jetzt hier 20 Folgen lang nur arbeiten, damit ich hier meine Schulden denn weg habe. Wo ich denn ehrlich gesagt nicht weiß. Ach, hier sind ja auch noch zwei. Oh, das ist gut. Sehen wir. Da haben wir ja ein bisschen mehr als gedenkt. Also den mache ich jetzt hier erstmal weg. War ich ja doch ein bisschen fleißig noch gewesen, ne? So, dann können wir das nämlich schon mal mitnehmen hier. Hier nach vorne. Hier waren noch die zwei Eimer. Da haben wir schon mal sieben. Das klingt doch nach einer schönen Sache, weil ich würde es ja auch gerne. Es gibt ja hier genug welche Spieler, die weder das, ja, einfach wissen wollen, wie das so ist, oder eben auch die Erfahrung vielleicht selber gerade in der Situation sind, oder also einfach denken, ey, mal gucken, was der Sioni da so treibt, die alte Nülpe. Wie viel Wasser haben wir denn noch in unseren Behälter? Irgendwann könnte es ja ein bisschen knappig werden, ne? So, erstmal alle drin hier. So, ich lasse jetzt schon mal laufen, bevor das jetzt, aber dann glaube ich, grabe ich hier noch eine kleine Ecke. Ne? Ihr wisst ja, für den Sohn und sein Studium machen wir das natürlich hier immer voll, ne? Weil Teufel komm raus, wenn das hier nicht toll ist, ne? Was wir hier so verzapfen. So. Achso. Das war ein Schuss in den Ofen. Wollte ich jetzt auf hetzische Art und Weise sagen. So, gut. Hier ist noch alles voll. Den machen wir an. Ach nee. Den müssen wir ja ziehen. Und den hier und dann geht's los, ne? Muss ich hier auch noch irgendwas machen? Ja. Ach, wir haben ja kein Wasser im Fluss. Oh, das ist natürlich ein bisschen doof. Ah, okay. Da kannst du aber viel waschen, mein Freund. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Die ersten werden direkt hier so, ja. Der Sommer, der lohnt sich, ne? Da haben wir hier noch nicht so viel, okay. Ja, dann warten wir mal noch auf die Nachricht, die dann irgendwann mal kommen sollte.
Und das hat dann noch gut funktioniert. Hier sind wir so weit oben. Den wollte ich erstmal mitnehmen, hier nach hinten. So hinpacken. Vielleicht können wir ja auch denn noch einen Meter mehr rangraben. Ich weiß zwar nicht. Ja, sieht knappig aus mit einem Meter mehr rangraben, aber so ist es eben halt. So, er hat gar nichts mehr. Dann starten wir schon mal die Motoren. Ja, dann müssen wir warten. Das ist dann halt so, ne? Mich stört es jetzt nicht. Wir müssen ja eh hier Gas geben. So. Ab rein hier mit der Kelle, ne? Kann ja Stück für Stück dann immer so nach hinten fahren. Das ist der große Vorteil hier. So ein glatter 50% gehen hier auch rein. Und 99. Guti, machen wir mal an. Der hier ist. Der geht an. Okay. Kommt da noch kein Wasser, weil hier fehlt noch der hier, ne? Gut. Wird gebaggert. Naja, was heißt hier baggert? Ah. Aber wir können dann weiter baggern. Ja, kurz mal so die Steuerung vergessen, ne? Wie weit hier ist. So. Aber jetzt habe ich mich wieder ein bisschen eingegroovt. Hoffe ich zumindest. Ja, es geht relativ schnell. Guck mal, wir haben ja die 18% schon durch. Bin nur mal gespannt hier, wie viel Wasser wir denn da noch in unserem Wassertank da unten haben, ne? Es eh irgendwann mal zum Benzin abzapfen geht oder so, dann wird es eh kriminell. Okay, gut. Den ganzen Tag haben wir schon gar nichts irgendwie gefühlt. So. Ja, das läuft hier. Jetzt kann ich hier unten nicht mehr so richtig hängen bleiben. Das ist schon mal gut. Ja, es gibt so Abschnitte, gehen so ein paar Prozent echt schnell, was er da durchzieht. Und dann wiederum, so wie jetzt gerade mal 41, ne? Aber einmal ist einmal, ne? Oh. Ich kann nicht sehen, dass der leer ist. Gut. Ja, nur ein kurzes Päuschen hier. Ja, ich glaube, die, achso. Position ist ja auch gar nicht so schlecht, ne?
mal wenigstens ein bisschen zu sehen, was ich hier hinten so treibe. Ja, relativ flott, ne? So. Kann ich auch einen Kaffee zutschen jetzt mal? Habe ich ja auch verdient, mehr oder weniger. Ja, aber die Dürre hält uns jetzt auf. Also klar, wir graben jetzt hier den Tag. Wir können noch jetzt nicht behindert hier oder werden nicht behindert. Also behindert bin ich, aber werde jetzt nicht behindert dadurch. Dass jetzt der Fluss da ausgetrocknet ist. Das jetzt nicht. Aber ich hätte schon gerne mal gewusst, wo wir da ankommen. Können natürlich gut weiterarbeiten. Ne? Und, aber die Zeit läuft gegen uns. Ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, 481. Na, Gott sei Dank. Das ist doch schon mal richtig gut. Oh Gott sei Dank habe ich mal jetzt endlich nach 4 Milliarden Folgen geführt. Naja, ist auf jeden Fall ein Stück schon wieder her, ne? Seit wir haben. Mit den Glückspilz-Nugget. Aber genau sowas brauchen wir, ne? 400 Gramm, das ist wichtig, das ist gut, das tut, das schmeckt. Weiß gar nicht, ne? Früher konnte man in den 1-Dollar-Modus wechseln, ne? Aber das ist ja jetzt auch was für nichts. Gar nicht so mein Geschmack. So was denn zu machen. Also ich sage immer so, klar, jeder soll so spielen, wie er möchte. Genauso wie bei SnowRunner. Manche wollen nur die fetten Dinger fahren und dann so leicht wie möglich und so schnell wie möglich und effektiv wie möglich. Und mein zum Beispiel ist es jetzt klar so, ich will schon Erfolge haben, aber muss nicht unbedingt so sein. Ich fahre auch einfach schwierige Wege und freue mich auch, wenn ich es mit einem ein bisschen underrated Fahrzeug hinkriege. So, schon mal die Pause ausgenutzt für einen weiteren Eimer. Das ist schon mal gut und wichtig. Ja. Also wenn das da vorne steht, echt nicht zu empfehlen. Jetzt haben wir so viele Prozente beim ersten. Ich weiß gar nicht, ne? Schaffen wir pro Kelle, wie viel Prozent schaffen wir da? 6 bis 8%. Aber es regnet, ne? Und wenn es regnet, wisst ihr, was das heißt? Unser Fluss wird wieder voll. Aber da freue ich mich ja. Ah, bin halt mal über die Kante, aber bin ich noch nicht rechtzeitig irgendwie. So. Aber die Nachrichten müssen noch kommen. Netze. Mit dem Fluss dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Wir haben es ja nur 21 Grad. Aber wir haben auch 16 Uhr noch was, ne?
So. Sehr schön, Kelle für Kelle. Ich merke so förmlich, wie die Schulden immer weiter weggehen. Ich sag mal, die 480 Gramm, was denkt ihr? Zwei Eimer, was das sind? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich zwei Eimer gespart. Das ist ja das Geile. Also wirklich gespart, richtig gut gespart. Ich dachte, wir erleben jetzt hier so ein bisschen noch. Dass ich das da hinten so ein bisschen voll machen kann. Achso. Oh, ich habe mich schon so ein bisschen gefreut, innerlich. Ich dachte schon. Folge mit zweimal Glückspilz. Dann wäre ich aber wirklich ein Glückspilz. So. Da kam immer noch keine Nachricht, nicht ein bisschen. Schon echt eigenartig. Müsste da langsam mal kommen hier. So, sehr schön. Haben wir echt noch einen zweiten Eimer jetzt hier? Ich wette, dass der Fluss da hinten schon wieder voll am Sprießen ist. Weil sehe ich ja auch nicht von hier, ne? Ne, kann ich nicht sehen. Ne. Da, da, klar, da hinten läuft er schon. Die Anzeige ist kaputt. Ich glaube, den machen wir hier so noch voll. Kann eh nur einen nehmen. Da war mein Tragekorb gar nicht bei. Oder ich entscheide einfach am Ende, ob das denn so wichtig ist. Jawohl, komm. Hier, die 76% sind ja auch schon fast fertig, ne? Danach müssen wir eh umbauen. Nach den Eimerchen 18%, das ist gut. Sehe nix. Sechsundachtzig. Oh, der kommt und läuft. Sie haben wir auch schon. Vierneunzehn, ja, das kommt. Ich mache den jetzt hier noch rein. Schon sagen. So, machen wir da noch aus. Und den hier hinten aus. Puh. Dann ist ja mal ein bisschen Pupstille hier. Das ist gut. So, die zwei Eimer, die würde ich auch gerne mitnehmen. Ich müsste mir nur mal. Hey. Neun Eimer darunter stellen, einfach so, ne, weil es kann. Oh, ich komme hier nirgendwo durch. Okay. Ja, so weit würde ich jetzt Ruhe ja nicht schmeißen, aber.
Okay. Manchmal ist das Spiel komisch, ne? Manchmal, der kann den auch so weit weg machen. Und dann wollen wir ein bisschen waschen. Und wenn jetzt das nicht geht, also wir haben ja hinten gesehen, ihr habt ja ein bisschen da, ja, wollte ich schon sagen, jetzt ist hier. Also Wasser ist ja eigentlich jetzt gar kein Problem mehr. Und hier müssten wir eigentlich auch genug haben, oder? Komm, wir machen mal an hier. Jo. Oha. Da muss ich aufpassen, ne? So, Gold geht hier rein. Dann bin ich mal gespannt, ne? Tacker da mal hoch. Ich hoffe, ich habe echt nichts weggeschmissen. Ja, da ist er 14. Naja, super. Das hat er toll gemacht. Richtig toll gemacht. Ja, ich glaube, ich habe da richtig viel verloren, ne? Es geht ja so billig runter. Der Magnetit kriegt hier gut, ne? Also diesen 480 Gramm Teil, ne, das schmeckt echt. Nicht, dass ich hier noch irgendwas verliere, so bei Gold rausholen. So viele Eimer, aber zu wenig Stuff drinne. Naja, ich glaube so 10% habe ich weggeschmissen aus Versehen. Ob es den Kohl jetzt am Ende fett macht, keine Ahnung, ne, aber ich weiß es nicht, ne? Bin einfach nur offen. 1100 haben wir gleich. Haben wir. Sind wir gleich gespannt da drin. Also dieser 480er, der war Millionen wert eigentlich. Wenn man hier so guckt, was wir eigentlich am Ende nur raus haben. Da gucken wir auch gleich mal. Wird das hier eine Pleite-Nummer? Muss ich was verkaufen? Wir haben jetzt aus den 9 Eimern kriegen wir knapp 1 Kilo raus. Ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Waschen. Ich kann ja schon mal nach dem Preis gucken. Das tacket ja da alleine hoch.
Achso, nee, kann ich doch nicht. Transport, ich kann nur die Dings machen. Und da kann ich nur Goldbarren verkaufen. Also ich müsste so oder so zum Schmied, okay? Ja, 1 Kilo werde ich machen. Ja, 980, ne? 1 Kilo hätte ich komplett gemacht, okay. Das heißt aber auch, dass genau, ich pausiere das mal, dass genau, ja, ein Drittel jetzt den Pfund zugesprochen wird. Boah, das ist hart. Guti, ich sage jetzt schon mal Tschüss, wir dürfen keine Zeit verlieren, ne, falls es ein bisschen knapp wird und so weiter und so fort. Und wir sehen uns nächstes Mal, vielen Dank und ja, bis dann, ciao, ciao.